wir sind der Kammerchor Saarbrücken. Wir freuen uns sehr, hier zu sein in der Stiftsmusik mit unserem relativ besonderen Programm, die letzten Lieder, die eben ja, als Hauptteil die Transkription der vier letzten Lieder von Strauss haben. Und ja, wir freuen uns sehr auf das Konzert. Singt der Kammerchor Saarbrücken unter meiner Leitung hier in der Stiftskirche ein Konzert. Wir sind ein typischer semi-professioneller Chor, ungefähr 33 Jahre alt und sind hier jetzt zum vierten oder fünften Mal, glaube ich, schon zu Gast. Also unser Steckenpferd ist die deutsche Chorromantik, die wir auch heute Abend zum größten Teil aufführen, aber wir sind auch in der Altmusik zu Hause, historisch informiert, wie man so schön sagt, und haben auch eine ziemliche Menge an Uraufführungen in den letzten 30 Jahren hinter uns gebracht. Ja, habe ich schon. Das kann man so in der Kürze nicht gut darstellen. Mir geht es hauptsächlich darum, dass der Klang ein lebendiger Klang ist, der, wenn Wärme gefordert ist, warm ist und wenn Strahlkraft gefordert ist, die Strahlkraft hat.
Die Antwort kriegen Sie aber von jedem Kollegen, Kollegin von mir. Von daher kommt sicherlich noch mal eine persönliche Note rein, wenn es dann vielleicht darum geht, in der Romantik die verschiedenen Farben noch einmal zum Klingen zu bringen. Ja, also ich singe seit 7 Jahren Kammerchor Saarbrücken. Ich habe vorher auch schon im Chor gesungen, allerdings erst im Musikstudium damit angefangen, und der Kammerchor Saarbrücken war auf jeden Fall und ist es auch immer noch, ja, so ein bisschen mein Herzenschor, wo ich das Gefühl habe, ich gehöre hin, musikalisch und stimmlich. Ich singe im Sopran. Das ist gerade bei dem Konzert, was wir heute haben, schon so eine kleine Herausforderung bei den Strauss-Bearbeitungen, aber genau das ist eben die Herausforderung, dass es keine solistische Herangehensweise ist, sondern immer eine choristische. Ja, definitiv. Also wir hatten ganz tolle Auslandsreisen vor Corona natürlich. Die letzte wirklich direkt vor Corona nach Amerika, nach Japan, nach Taiwan, nach Barcelona, vor Tolosa. Das sind schon so kleine Sternstunden, wenn man dann auf der Bühne steht und probiert, alles aus sich rauszuholen, aber eben auch alles aus dem gemeinsamen Klang rauszuholen, weil jeder wichtig ist, auch vielleicht jede kleine Schwäche sogar wichtig ist und irgendwie kompensiert werden muss. Wir arbeiten projektweise. Wir sind ein Chor, der seine Sängerinnen und Sänger nicht bezahlen kann. Das ist weniger die Frage der Ideologie, sondern mehr die Frage der finanziellen Möglichkeiten. Das heißt, deswegen sind wir semi-professionell. Und das heißt, der Broterwerb der allermeisten aus diesem Chor ist dann in einem anderen Beruf. Viele sind Musiklehrer, Musiklehrerinnen, einige Freelance-mäßig unterwegs. Das macht die Melange aus. Das bedeutet, man muss in der Arbeit versuchen, diesen Spagat hinzukriegen zwischen der Professionalität oder dem Anspruch, den man hat, den auch jeder Sänger, jede Sängerin hat natürlich, und den Möglichkeiten. Und das heißt für uns projektbezogen, an Wochenenden arbeiten wir. Tatsächlich Musik und Französisch studiert, aber mein Hauptfach war Querflöte. Ich unterrichte jetzt hauptsächlich und singe aber zum Beispiel auch im Kammerchor Stuttgart noch und verschiedene andere Projekte. Aber wir haben an Berufen tatsächlich alles, also vom Arzt bis zu Lehrern, alles Mögliche. Wir sind da breit aufgestellt. Oh.
Letzte Lieder heißt unser Konzertprogramm und ist das Ergebnis vom zweijährigen Lockdown. Ein Prozess, in dem Franz, der seit 30 Jahren bei mir im Chor singt, wir kennen uns auch vom Studium her, und ich uns erstmal hingesetzt haben und unseren Wunschtraum erfüllt haben, die vier letzten Lieder von Strauss zu transkribieren. Wir haben zu zweit angefangen, jeder hat sich zwei vorgenommen, wir haben die Ergebnisse verglichen, wir haben ausprobiert mit dem Chor, man hat ja im Lockdown ein bisschen mehr Zeit gehabt, wir haben verworfen, wir haben Probleme gelöst, andere haben sich aufgetan. Und dann in dem letzten Prozess hat Franz dann die vier Lieder nochmal neu transkribiert. Und ich glaube, wir haben heute Abend eine Lösung, die wir in Uraufführung gefunden. Oder wir hoffen, dass es eine Lösung ist, bei der man tatsächlich aus den vier letzten Liedern ein Chorwerk macht. Das ist wichtig. Es soll ja nicht klingen wie quasi Orchester, aber nicht richtig Orchester, sondern es muss ein neues Werk entstehen. Wir singen von einer Transkription und auf die Stimme übertragen und auf die Möglichkeiten mit dem Anspruch, den der Komponist natürlich dann auch in den einzelnen Passagen formuliert hat in der Partitur, die dann zu übertragen. Das war die Meisterleistung von Franz. Zu meinen Anliegen, das zu bearbeiten, auch während des Studiums, ich habe Posaune studiert und dann nochmal Schulmusik studiert, hinten drauf, war letztendlich auch Tonsatz immer eines meiner Lieblingsfächer und Dirigieren. Und gerade Strukturen sind für mich einfach was Faszinierendes. Und jetzt gerade in der Straußschen Musik, als wir uns da dran gemacht haben, an diese Stücke zu gehen, war es einfach so faszinierend, diese Essenz, die Strauss niederschreibt in seinen Noten, dieses wirklich zu adaptieren auf den Chor. Nicht nur eins zu eins zu sagen, okay, jetzt der Tenor singt die Bratschenstimme und der Sopran, das sind alles die Geigenstimmen, sondern wirklich zu schauen, was ist das musikalische Material, was steckt dahinter, was ist die Intention des Komponisten, und weil Strauss selbst auch für 16-stimmigen Chor a cappella geschrieben hat, auch wirklich diese Idee im Straußschen Sinne umzusetzen für einen Chor. Und das war natürlich eine große Herausforderung, an der ich sehr viel Freude hatte. Und ja, und natürlich das hier umgesetzt zu hören, ist natürlich eine wunderbare Sache. Umrahmt werden die vier letzten Lieder von anderen letzten Liedern, beispielsweise das erste Stück von Max Reger, Der Mensch lebt und besteht nur eine kurze Weile, ist insofern passt insofern von der Thematik letzte Lieder dazu, dass man ja Max Reger in seinem Hotel tot aufgefunden hat, mit der Korrekturfahne genau dieses Werkes noch im Hotelzimmer. Das heißt, das ist vielleicht das letzte Werk von ihm selber, was er vor seinem eigenen Tod noch gesehen hat oder wo er sich vielleicht mit beschäftigt hat. Das ist die rote Linie, die durch das Konzert geht, Lieder, dann gefolgt von Brahms Werken, die sich auch mit den letzten Dingen beschäftigen. Das ist der rote Faden des Konzerts. Und dazwischen bauen wir die letzten Lieder von Richard Strauss ein. Wir singen das also nicht im Block, um das als einen Zyklus darzustellen, sondern wir bauen diese vier letzten Lieder von Strauss in das Konzert an unterschiedlichen Stellen ein.